Mein Name ist Florian Stumvoll, ich bin künstlerischer Leiter vom Ensemble Vino Rosso. Wir nehmen gerade eine neue CD auf mit dem Titel Short Stories. Die wird dann im Dezember 2012 bei Kaleidos Musikeditionen erscheinen. Wir spielen Musik hauptsächlich aus Osteuropa und Südeuropa. Die meisten Stücke auf der CD sind in größeren Besetzungen, so richtig kleines Orchester mit viel Streichern, Bläsern, Schlaginstrumenten, auch Zupfinstrumente, Akkordeon, Klavier. Ja, das ist so Klezmermusik, Balkanmusik hauptsächlich. Und ich habe hier eine alte Strohgeige, das ist ein Instrument, den man so ungefähr am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut hat, von einem Herrn Stroh erfunden, und man hat sie benutzt, um früher die Geige besser aufzunehmen bei den Mikros, die man früher hatte. Und wir wollten diesen altmodischen Klang hier auf der CD mit drin haben, und ein Instrument klingt ungefähr so. Also wir hören so vom Genre her, ist es Weltmusik, aber gleichzeitig auch klassische Musik, Folkloremusik, also sowas wie Ethnoklassik. Also wir versuchen einfach gute Musik zu machen, schwungvolle Musik und ein bisschen so Schubladen, die man sonst, also wenn man so in Schubladen gesteckt wird, das versucht man ein bisschen zu sprengen. Also es gehört einfach mehrere Kategorien, gehören da rein. Was es genau ist, keine Ahnung.